Wahre Schönheit kommt ja angeblich von innen. Zarte Haut ist nicht nur vererbt. Auch das, was wir essen, kann unser Hautbild verändern. Aber machen Pommes wirklich Pickel? Wie ernähre ich mich richtig, damit die Haut gesund bleibt? Und das wollen wir wissen von der Dermatologin Dr. Jael Adler. Einen schönen guten Morgen. Sie sind ja schon den ganzen Morgen hier. Wir haben ganz viele Fragen von Zuschauern. Fangen wir aber nochmal mit den drei Kernfragen an. Was ist schlecht für meine Haut in Bezug auf Lebensmittel? Schlecht für die Haut ist, wenn wir uns entfernen von dem, was die Natur für uns vorgesehen hat. Also wir sind evolutiv noch in der Steinzeit und wir hatten keine Zeit, uns an die industrialisierte Kost zu gewöhnen. Das bedeutet gehärtete Fette beispielsweise im Frittierfett, ja, in Fertigprodukten, in so süßen Kuchen, die sehr fetthaltig sind, in Keksen kommt das vor. Das enthält eine Menge Transfette, die unsere Haut und unseren Körper schädigen, Entzündungen fördern, Krebs macht, aber auch eine Menge Milchprodukte, also über 150 Milliliter Milch pro Tag bei einem Erwachsenen kann Pickel fördern und Zucker und Fructosesirup, also sozusagen diese Kohlenhydrate, die ganz schnell ins Blut gehen und Insulin steigern, die sind auch schlecht für Haut. Was ist mit, wenn manche Leute trinken keine Milch mehr, sondern benutzen Sojamilch, Hafermilch, irgendwas? Was ist damit? Das ist gut, wenn man also Latte Macchiato sehr gerne trinkt und aber eben diese Mengen nicht überschreiten will, dann sind das gute Alternativen. Manche Menschen haben eine Sojaallergie, für die ist dann Soja nicht geeignet. Ja. Nichtsdestotrotz Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch sind tolle Optionen. Was ist mit Schokolade? Schokolade in kleinen Mengen ist gut. Auch die schwarze Schokolade, der Kakao, der ist ja gesund für die Haut. Da sind Pflanzenstoffe drin, die die Haut schützen. Nicht so gut wiederum ist, wenn das eben ungute Fette sind oder zu viel Zucker. Ja? Okay, Alkohol, Zigaretten, müssen wir nicht lange drüber reden. Schlecht. Schlecht. Okay, was ist gut für die Haut? Gut für die Haut sind viele Ballaststoffe, viel Gemüse, viel Obst, viele Farben in naturbelassenen Gemüsen, weil die Farben Pflanzenstoffe enthalten, die unsere Haut vor Krebs schützen, vor Alter schützen, vor Entzündung schützen. Das nennt man auch Antioxidantien. Und dann natürlich Fisch mit den wertvollen Omega-3-Fettsäuren und dem Vitamin D. Das ist sehr wichtig für die Haut und hält die Haut gesund. Vitamin D ist sowieso irrsinnig wichtig, das hören wir immer wieder. Gudrun Sterzel fragt, guten Morgen, Juckreiz an unterschiedlichen Körperstellen. Kann man das auf einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren zurückführen? Omega-3-Fettsäuren benötigt unser Körper, um Entzündungen zu unterdrücken. Der konkurriert mit anderen entzündungsfördernden Stoffen. Und natürlich kann eine entzündete Haut durch Omega-3-Fettsäuren etwas beruhigt werden. Die alleinige Ursache wird es wahrscheinlich nicht sein. So, Frage nach Vitamin D haben wir schon geklärt. Dann, Vitamin D ist ganz wichtig zu wissen, Menschen, die ein Hautkrebsrisiko haben, weil sie helle Hauttypen haben, viele Sonnenbrände hatten oder eben ja, einfach hell sind, viele Leberflecken haben, die profitieren auch vom Vitamin D. Es ist präventiv der Entwicklung von Hautkrebs und Herpes wird vorgebeugt, Fußpilz und Viruswarzen, denn das Immunsystem wird gestärkt durch Vitamin D. Und was ist mit Buttermilch? Buttermilch ist sehr schön, weil da sind schöne Probiotika drin. Also das, was man sich auch in der Apotheke kaufen kann als Pulverchen, gibt es natürlich in Naturform auch in der Buttermilch oder im Kefir. Lebende Kulturen im Kefir zum Beispiel sind auch Hefen drin, die diese blöden Candida-Hefen im Darm vertreiben, die bei manchen Leuten auch Ekzeme und Quaddeln fördern. Das heißt, Buttermilch und Kefir sind sehr gut. Eine letzte Frage, sonst werde ich von hier oben gleich ermordet. Er schreibt schon, aber... Vegane Ernährung, gut für die Haut oder nicht? Vegane Ernährung ist gut, weil sie viele gesunde Stoffe enthält, ist aber oft nicht ausreichend, weil es zum Vitamin B12-Mangel kommen kann. Das heißt, Part-Time-Veganer, das wäre gut. Sagt Dr. Jael Adler übrigens, jetzt habe ich sie fast doch noch gekriegt, denn als Veganer kann man auch sehr viel Pommes essen und das kann nicht gut sein. Haha. Chips und Bier. Haha, genau. Und Chips und Bier. Lassen Sie sich schmecken zu Hause. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.